Hoch oben über Freiburg und der Unstrut thront die vielleicht schönste Burg Sachsen-Anhalts, die Neuenburg. Gegründet um 1090 erlebte sie eine wechselvolle Geschichte. Viele große Namen sind mit ihr verbunden, Kaiser Barbarossa ebenso wie die heilige Elisabeth von Thüringen. Heute ist die später zum Wohn- und Jagdschloss umgebaute Neuenburg ein Museum. Und das gibt in der Dauerausstellung Burg und Herrschaft bereitwillig Einblicke in die Vergangenheit. So findet sich in der Neuenburg zum Beispiel eine der wenigen erhaltenen Doppelkapellen Deutschlands. Prachtvoll präsentiert sich vor allem die obere Kapelle, der Gottesdienstraum der fürstlichen Familie. Später wurde sie der heiligen Elisabeth geweiht. Auch ganz alltägliche Dinge können die Besucher entdecken, zum Beispiel die Geschichte der Latrinen. Der historische Doppelsitzer auf der Neuenburg ist gut erhalten, von innen wie von außen. In den Schlossräumen verbergen sich jedoch auch Dinge, die man dort gar nicht vermuten würde. Wie die Ausstellung Wunderwerk Taschenuhr. Dank eines privaten Stifters präsentieren sich hier Zeitmesser aus 4 Jahrhunderten von ihrer schönsten Seite. Die filigranen mechanischen Meisterwerke zeugen von hoher Handwerkskunst. Doch was wäre die Saale-Unstrut-Region ohne den Wein? In der Schau Weinkultur in der Mitte Deutschlands können die Besucher auf den Spuren des edlen Tropfens wandeln und die älteste Doppelspindelpresse Europas bewundern. Kleine Entdecker sind dagegen in der Kinderkemenate herzlich willkommen. Hier verwandeln sie sich in stolze Ritter und edle Burgfräulein. Geschichte zum Anfassen. Erobern auch sie Schloss Neuenburg an der Unstrut. Es lohnt sich.